Das ist Roland. Seit 10 Jahren arbeitet er bei Andrus und Hauser. Ihm und sein Leben haben wir vermessen. Nach durchschnittlich 8 Stunden Schlaf steht Roland um Punkt 7 auf. Wenn er nicht mal wieder ein wenig verlängert. Um diese Zeit ist seine Frau Claudia bereits seit 1 Stunde auf. Sie lässt es sich nicht nehmen, Roland regelmäßig auch ein wirklich gesundes Frühstück zu servieren. Hier wohnt Roland mit seiner Frau und seinem Hund. Kinder sind in Planung. Roland duscht täglich 10 Minuten und, wie die meisten Menschen, putzt er sich seine Zähne. Zu kurz. Bevor er sich fertig macht für den Tag. Ab und zu erwischt Roland seine Frau noch, bevor sie zur Arbeit muss. Anschließend frühstückt er. Sein Frühstück. Und repariert außerdem regelmäßig seine Kaffeemaschine. Man merkt, dass mein Mann ein Ingenieur ist, weil er sehr gerne rumschraubt, ein sehr durchgeplanter Mensch ist. Einen Teil seiner Arbeit erledigt Roland von zu Hause. Für Andrus und Hauser war er schon in Südafrika und Kalifornien, nach seinem Abschluss als Maschinenbauingenieur. Von hier aus hatte Andrus und Hauser überhaupt erst gefunden. Einen anderen Teil seiner Arbeit verbringt er bei Andrus und Hauser selbst. Man kann sich fachlich mit ihm sehr schön unterhalten, sehr interessiert, hat neue Ideen. Hier gibt es nicht nur guten Kaffee. Andrus und Hauser ist ein Familienunternehmen. Ein sehr erfolgreiches dazu. Überhaupt ist Roland einer, der sich mit seinen Kollegen wohlfühlen möchte. Sein drittes Büro ist auf 4 Rädern. Und auch in diesem Büro verbringt er eine Menge Zeit. Auch privat bewegt er sich gerne. Am liebsten zusammen mit seinem Hund und manchmal auch seiner Frau, die noch ein bisschen besser in Form ist als Roland. Roland sucht die Nähe zu seinen Kunden und die wissen das zu schätzen. Er ist der Typ, der das technische Know-how mitbringt, um diese Probleme zu lösen. Durch seine menschliche Art rufe ich lieber an, bevor ich eine E-Mail schreibe. Basteln, Tüfteln und Technik liegen Roland im Blut. In seiner Freizeit macht er das mit allen möglichen Maschinen und Fahrzeugen. Sein Outfit wechselt Roland spätestens dann, wenn er auf einer Messe weitere Kollegen und Kunden trifft. Und er trifft sich regelmäßig mit seinen Freunden zum Trinken und zum Essen. Was ich wirklich an ihm schätze, ist, dass er ein ehrlicher Kerl ist, dass er das Herz auf der Zunge trägt, dass er sagt, was er denkt und keinen Hehl draus macht, dass er immer für einen da ist. Das also sind alle Daten, Zahlen und Fakten zu Roland. Was uns aber noch viel wichtiger ist, er ist ein toller Mensch. Und wir sind froh, dass er bei uns arbeitet. Und das ist alles richtig. Nur bin ich nicht Roland, sondern Markus. Wie viel Roland steckt in dir? Bewirb dich jetzt unter go.andrus.com/de/Roland.